Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal, heute mit einer kleinen Premiere, was das Fleisch anbetrifft. Wir machen nämlich heute das erste Mal Straußenfleisch, besser gesagt Straußenfilet. Wir waren nämlich jetzt die letzten Tage mal beim Hofladen von Straußig, die auch eine eigene Straußenfarm haben. Das ist hier im Landkreis Gifhorn in Schönewörde. Wer aus der Ecke kommt oder hier mal vorbeikommt, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Haben total leckere Sachen da. Ja, und dann haben wir uns gedacht, beziehungsweise Anna hat sich gedacht, wir machen das Straußenfilet mit einer Walnusskruste. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. Bei uns gibt es heute Straußenfilet mit Walnusskruste und hier unsere überschaubaren Zutaten. Da haben wir zwei Straußenfilets, 20 Gramm gehackte Walnüsse, die ich ganz gelassen habe, habe ich nur dafür ganz gelassen, dass man sieht, dass es Walnüsse sind. Geht bestimmt auch mit Haselnüssen, Mandeln oder sonstigem. 2 Teelöffel Semmelbrösel, von dem Gelbei nehmen wir die Hälfte. Das sind ungefähr 2 Esslöffel Butter und gewürzt wird mit Limettenpfeffer und Salz. Ja, und wie ich unsere Kruste gleich zubereite, das zeige ich euch. Hier habe ich schon mal unsere Butter weich gematscht. Ich weiß, man nennt es nicht matschen. Wie nennt man es denn dann? Weich berührt. Ja, irgendwie so. Nun gebe ich unsere gehackten Walnüsse dazu. Walnüsse. Ja, gut. Das zweite Elfen. Okay. Bei mir heißen die Walnüsse. Ja, bei mir auch. Also, dann. Offiziell heißen sie Walnüsse. Okay. Die werden untergehoben. Dazu kommen die 2 Teelöffel Semmelbrösel. Und ich versuche jetzt von meinem Gelbei die Hälfte nur zu nehmen. Geschafft. Geschafft. So, den Rest, legen wir da hinten hin. Und das Ganze vermenge ich miteinander. Das ist irgendwie auf der zweiten Hilfe oder meine Finger gleich. Wie gesagt, eine Masse soll es ergeben, die schön klebrig ist, damit wir sie hinterher auf die Straußenfilets bringen können. Ich hätte jetzt Pappen gesagt. Okay. Denk, dann geht es bei dir mit dem Grill weiter. Richtig, die werde ich nämlich draußen auf dem Grill ganz kurz von jeder Seite scharf angrillen. Ja, und dann denke ich mal, gehen die in den Backofen. Ne? Dann gehen sie in den Backofen, da steht schon unser Kartoffelgratin. Und ja, 5 Minuten müssen sie da nur, dass die Kruste schön wird. Ja, genau. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Was haben wir vergessen? Das Würzen haben wir vergessen. Ich habe alles schön zusammengemengt, aber Gewürze fehlen. Ich habe hier einen Espresso-Löffel voll von dem Limettenpfeffer und Salz mache ich nach gut Gusto. Das Ganze nochmal richtig schön unterrühren, damit es auch verteilt ist. Und dann haben wir auch alles. Genau, dann ist es erledigt. So, ich gehe jetzt raus, heize den Grill ein bisschen an und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, Freunde, der Grill ist vorgeheizt. Jetzt kommen unsere Straußenfilets drauf. Die brate ich jetzt scharf von jeder Seite so circa 2 Minuten an. Ja, und danach gehen sie in den Ofen. Ja, unser Straußenfilet habe ich jetzt auf dem Grill von jeder Seite so circa 2 Minuten scharf angebraten. Und Anne bringt jetzt die Kruste drauf. Besser gesagt ist als getan, aber irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir das da drauf bappen. Bappen. Auftragen. Entschuldige bitte. So, ich denke, das erste ist so gut wie fertig. Beim zweiten machen wir weiter. Ohne den zweiten Finger geht das nicht. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ich denke auch. Das Ganze wandert gleich in den Ofen. Für circa 5 Minuten, denke ich. Genau, mit dem Grill machen wir das, dass das schön
eine braune Kruste wird. Ich hoffe, das wird eine braune Kruste. Und das werden wir dann sehen. Ich denke auch. So, alles verteilt. Und so, dann geht's gleich weiter. Ab in den Backofen. So, Freunde, 5 Minuten waren unsere Steaks, unsere Filets im Backofen. Grillfunktion 275 Grad. Das sieht sehr gut aus. Ich denke mal, wir lassen uns es jetzt schön schmecken. Genau. Ja, kurzes Fazit. Ein total leckeres Stück Fleisch. Nicht ganz billig, aber sowas macht man nicht jeden Tag. Kruste, wer es mag, könnte vielleicht noch ein Teelöffelchen Senf unterrühren. Uns hat es so gelangt, total lecker. Genauso wie wir es uns gedacht haben. Ja, probiert es einfach mal aus. Wie ihr zur Straußenfarm und zum Hofladen kommt, verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo würden wir uns immer freuen. Geht immer unten rechts. Ja, noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss und schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.